Herzlich willkommen zurück in Space Engineers. Es hat sich seit dem letzten Mal einiges getan. Unabsichtlich. Ich habe einen Kollegen mit da. Das ist der Epsilon, der da hinten rot angezeigt wird. Ich habe die Session nicht aufgezeichnet, weil wir nicht wussten, wie gut es läuft, etc. Die Pirate Station oder Raiding Station, Raiding Outpost, der da hinten war, den hatte ich mit meinem kleinen Schiff, was ich angefangen hatte zu bauen, gerammt und hatte sogar durchschlagen. Das hieß, die ganze Station war ohne Strom. Die haben wir mit dem mit der Volunda hier abgeschleppt und bei den Grindern hier dann zerlegt. Wir haben eine ganze Menge Material rausgekriegt. In erster Linie halt Stahlplatten durch die Panzerung. Viel war im Innenleben nicht mehr ganz, weil weil ich mit diesem Crash wahrscheinlich den Reaktor komplett getroffen habe. Da war nicht mehr viel drinne. Also das hier sind, nee, halt, das ist mein normaler Item-Container. Hier haben wir einen. Das sind Utensilien, alles aus aus der Station. Hauptsächlich auch viel Munition, Sprengstoff. Und dann war noch mal der kleine Container irgendwo voll. Genau, hier haben wir noch ein bisschen was. War auch noch mal über 90.000 Stahlplatten sowie Munition. Und das war hauptsächlich die Errungenschaft aus der Station. Des Weiteren habe ich die Grinder umgebaut. Die waren erst hier so halb auf der Plattform. Die habe ich gerade umgebaut. Die würde ich gerne da lassen, falls ich wieder mal was zum Zerlegen habe. Des anderen, wie euch vielleicht auffällt, fehlt der Bohrer. Dadurch, dass wir jetzt zusammengespielt hatten, es gab einen größeren Leck, da ist der Epsi mit dem Bohrer leider angestoßen an den Felsen hier. Und da haben wir hier zum Beispiel so eine große Kugel, die übrig geblieben ist aus den Earth Drills. Ja, 59k. Dann ist hier unten eine. So wie hier ist noch eine riesige Eisenkugel, die ich später dann mal wiederholen einsammeln werde. Das sind nochmal über 14k nur Eisen. Aber um die einzusammeln, brauche ich einen neuen Bohrer. Wir hatten gestern ganz grob angefangen. Ich habe mir aber umentschieden, was die Größe angeht, und werde ihn etwas größer bauen. Und da ich ja ein fauler Mensch bin, werde ich den auch hauptsächlich dann von den Wäldern aufbauen lassen. Das heißt, ich werde hier vor diesen Raffinerien, weil ja Anschlüsse an den Raffinerien dran sind, quasi Wälder reinbauen. Also den Bohrer hier drumherum anbauen, das werde ich euch gleich zeigen. Und den Rest der Arbeit dann den Wäldern überlassen. Achso, in der Zwischenzeit ist natürlich ein Arc-Reaktor fertig geworden. Habe ich hier einen Welder drauf gemacht, der dann permanent, wie die Sachen hergestellt wurden, den aufgeschraubt haben. Sowie haben die Produktionsanlagen natürlich genügend Fuel hergestellt. Und jetzt fangen wir einfach mal an mit unserem neuen Bohrer. So, der neue Bohrer wird 10x10. So, 3, 4, 5. Sechs, sieben, acht, neun, zehn. Mal gucken, ob das überhaupt nach unten hier herreicht. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Oh, das wird knapp hier drüben auf der Seite. Eieieiei. Okay, gucken wir mal. Ah, das wird nichts. Den muss ich doch andersrum bauen. Beziehungsweise, ja,
Bauen wir ihn doch andersrum. Oder ich werde hier das die Felsen wegmachen. Wäre auch eine Option. Ich lasse ihn weiter rausschauen. Einfach weiter raus. Genau, also das wird für euch eine relativ langweilige Folge, weil es geht jetzt so nur um das Konzept des Bohrers. Hier ich aber mal ganz kurz die Volunder umparken. Ich habe mal ein Loch oben in die Decke gemacht, weil dieses Treppen rauf und runter laufen, das geht mir auf den Nerv. Wir haben uns mal ein Stückchen hier verziehen. Der Vorteil ist, wenn ich aussteige, bin ich gleich draußen aus dem Schiff. Okay. Genau, das heißt, wir bauen das hier ein bisschen größer. Ein Stückchen weiter weg. 1, 2, 3, 4. Ja, das sollte langen. So, dann haben wir da schon mal einen. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich habe jetzt gar nicht mehr mitgezählt, ich habe glaube auch einen zu viel gesetzt, aber den schmeißen wir halt wieder weg. Genau. Auf jeden Fall hängen wir jetzt nicht mehr im Felsen drin und können damit unseren Bohrer perfekt anbauen. So. Dann werde ich ihn mindestens, ja, werde ihn ungefähr 13 Blöcke lang machen. Was benötigen wir? Die benötigen Anzeige. Okay. Okay, okay, okay. Anzeige, Anzeige. Anzeige. Habe ich gar nicht aufgepasst. Achso, eine Anzeige. Ein eingebautes Lineal, das geht bis 100 Blöcke. Das ist eine Mod. Dann können wir, das ist halt ja, eine schöne Hilfe ist das. Auf jeden Fall. Okay. Dann geht es da erstmal weiter. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13. Hinhauen. Perfekt. Warum 13? Zwecks den großen Frachtcontainern und natürlich den dazugehörigen Auswerfern. Werde ich diesmal anbringen, damit nicht so viel Steine wieder drin sind und nicht nochmal so ein Unfall passiert. Es hat aber auch geleckt in dem Moment, also nicht wo es geknallt hat, sondern davor, dass der Unfall überhaupt passiert ist. Diese Spielemechanik müssen sie unbedingt verbessern, wenn die Leckerei aufhört. So, das wird kein schöner Bohrer, aber er wird funktional. Das heißt, er wird so eckig bleiben. So. Machen wir das hier alles noch fein zu. Kurz in die Außenansicht umschalten. Kann ich teilweise besser arbeiten. Einfach zu hoch, deswegen klappt es jetzt gerade nicht so. Ja, rein da.
wird grob die Bodenplatte für den Bohrer, wo ich dann die Container aufstelle. Das wird später verbaut. So, das soll das gewesen sein. Ja, kann dann gleich wieder ab. Jetzt werden wir mal eine Probe machen, zwecks den Containern. Ich will hier einen Frame Platz lassen. Genau, aneinander schließen. 2, 3. Genau, dann bleibt da kurz Platz. Das ist gut. Genau, und 2 übereinander. Genau, und habe auch noch Platz. So soll das dann ausschauen. Hier vorne kommen jetzt dann gleich die Bohrer dran. Dazu brauchen wir die Earth Tools. Ich brauche Förderband und Sortierer sowie einen Verbinder. Okay. Das heißt, wir machen erstmal das Lineal weg. Was brauchen wir für die Förderbänder? Hauptsächlich interne Panzerung. Macht doch einen guten Eindruck. So, hier müssten jetzt die Earth Tools drauf. Und genau da aufs Eck. 1, 2. Und 4. Dann haben wir das ganze Gerät hier mit eingeschlossen. Dann verbinden wir die. Ja, und diese verbinden wir hier unten. Mitte vom Container, also kommt da dann der Sortierer hin. Normalerweise müsste man direkt mal ausprobieren, einen separaten Container außerhalb vom Schiff, den ich so wie bei den letzten Folgen oder eine der vergangenen Folgen wo ich sie dann immer wieder abschleife, weil das ziemlich lange dauert, den Kram auszusortieren. Das würde aber bedeuten, wir brauchen hier noch irgendwo einen Sortierer dazwischen. Ja, sollte funktionieren, würde ich sagen. Okay, wir brauchen eine Förderanlage für die Welder. Der Welder hier mehr oder weniger immer wieder angebracht werden kann. Das heißt, wir müssen jetzt hier zur Raffinerie rüber. Die müssen wir auch direkt dann aufbauen. Nehmen wir hier direkt den hier. Hoppala. Das sieht gut aus. Machen wir mal schnell die Materialien. Oh, wieder eine Verletzung. Jetzt werde ich mal ganz schnell mich heilen gehen. Und dabei natürlich auch gleich Sauerstoffenergie auftanken. Machen wir mal ein Sekündchen. Nur wenigstens auf 80 Gesundheit sind. Da kommen wir gar nicht. Okay, hat er nicht. Wir müssen mal vorsichtiger sein. So. Halten wir mal kurz um hier. Wir brauchen einen Welder. Und zwar den da. Brauchen wir denn dafür eigentlich? Stahlrohr groß, Stahlrohr klein. Das meiste sind Stahlplatten und Herstellungskomponenten.
Okay. Ah, wir sind schon wieder voll. Sehr uncool. Okay, Stahlrohr groß, Stahlrohr klein. Herstellungskomponenten. Batterien nehmen wir mal 12 mit. Hoppala. 12. Dann sind wir bei 4. Motoren. Brauchen wir 10. Stahlrohr klein brauchen wir 40. Dann brauchen wir halt einen Haufen Stahlplatten und Herstellungskomponenten. Und eine Panzerung lassen wir da. Dann nehmen wir hier nämlich noch 300 mit. Lassen wir auch da, die brauchen wir nicht. Und das müsste gelangen, ne? Motoren, Energiezellen, Steuerung groß, Steuerung klein, ja. Okay. Jetzt habe ich wieder Mist gebaut, weil ich wieder faul bin. Wir nehmen den hier mal raus und machen hier den Welder rein. Na. Jetzt. Okay. Es ist nicht lustig. Interne Panzerung. Warum funktioniert denn nicht? Oder warum will er nicht funktionieren? Der hat eine größere Reichweite, ne? Okay. Wenn du nicht willst, dann machen wir das mal so. Vielleicht willst du ja so. Kann natürlich auch sein. Klein. Natürlich auch sein, dass durch die Raffinerie die Teile nicht gezogen werden. Das wäre jetzt nicht so lustig, aber möglich. Es bliebe zu testen, indem wir hier eine Verbindung herzaubern. Heißt, hier eine Verbindung her.
Steuerrohr klein. Immer noch Steuerrohr klein. Und Herstellungskomponenten. Und Steuerrohr klein. Wo sind wir? Da sind wir. Du willst mir da verkackern, oder? So, irgendwo fehlt noch ein Motor. Hier von. Okay, wir brauchen Motor. Wir brauchen. Sonst brauchen wir eigentlich nichts mehr weiter. Dann probieren wir das nochmal aus. Müssen vielleicht doch richtig aufbauen, ne? Wäre natürlich auch eine Maßnahme. Recht große Reichweite hat er. Gefällt mir. So. So. Und wie die aufgeschraubt werden, seht ihr in der nächsten Folge. Ich danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ich bin der Target vom letzten Widerstand. Oder der letzte Widerstand. Bis zum nächsten Mal. Ciao.